Ja, es ist ein zentrales Jubiläum, weil es zeigt eigentlich, dass das Fundament, das wir in der Schweiz gehabt haben, das ist überzeugend. Menge Staat würde sich wünschen, er hätte eine solche Verfassung, die das Zusammenleben von verschiedenen Sprachen, Kulturen garantiert, die aber auch die direkte Demokratie verankert, die Partizipation der Bürger, ich kann nicht sagen von den Bürgerinnen, das war hier leider noch nicht der Fall gewesen. Das ist der Schönheitsfehler von der Verfassung, dass man nicht allen Bürgerinnen auch die Rechte erteilt hat. Aber trotzdem ist das noch heute ein modernes Fundament vom Zusammenleben in unserem Land. Ja, absolut. Die Revisionskommission hat ja in 51 Tagen die Bundesverfassung geschaffen. Und man muss sehen, dass die Teilnehmer in der Revisionskommission haben ja immer wieder Rücksprache genommen mit ihren kantonalen Regierungen. Und da haben auch unerwartete Leute eine Rolle gespielt, wie zum Beispiel der Schweizer Vertreter, der dafür gesagt hat, dass das Zweikammern-System gekommen ist. Also es ist eine sehr wichtige Kommission, es ist eine sehr wichtige Arbeit gewesen. Ich habe übrigens auch noch eine persönliche Geschichte in dem Sinne, wo ich erzählen kann, weil ein Vorfahr von mir war Gemeindame, also Gemeindepräsident von Jonschwil, grosser Grossrat damals. Kanton St. Gallen hat eine wichtige Rolle gespielt bei der Auflösung des Sonderbundes. Und er hat damals als katholisch-konservative für die Auflösung gestimmt im Grossen Rat. Das war eine der wenigen Stimmen, die den Ausschlag gegeben hat und wo er heimgekommen ist. Also da ist er ziemlich dran gekommen, ist auf jeden Fall abgesetzt worden als Gemeindame, obwohl er da eine revolutionäre Tat vollbracht hat. Ja, es ist die einzige liberale Partei und ein liberaler Kompass bedeutet, dass man einsteht, auch für die Grundwerte, die wir in der Bundesverfassung haben, Freiheit, Verantwortung, Rechtsstaatlichkeit, Subsidiarität, aber auch Solidarität. Das ist nach wie vor wichtig und zentral, vor allem in dieser polarisierten Welt, wo wir heute sind, auch politische Welt, wo ja nicht mehr sehr lösungsorientiert ist und darum sind die Werte nach wie vor zentral. Ja, es war sehr eine intensive Zeit gewesen. Natürlich ist wenige Wochen nach Amtsantritt die ganze CS vorgekommen, aber schon vorher ist es darum gegangen, den Eckwert vom Budget, von der Finanzplanung im Bundesrat können zu beschliessen. Das war auch sehr eine aufwendige Sache gewesen. Dann haben wir Schwierigkeiten im Moment auch noch mit dem Zollgesetz in der Wirtschaftskommission. Also es hat verschiedene Baustellen, die mich, würde ich sagen, ziemlich beansprucht haben in den ersten Monaten. Alors, tout d'abord, il faut dire que nous avons heureusement le frein à l'endettement, c'est-à-dire que c'est un principe constitutionnel, ce n'est pas juste un principe qu'on peut choisir ou pas choisir, c'est-à-dire que le Parlement et puis aussi le Conseil fédéral doivent s'y tenir. Nous avons un problème pour l'instant et celui s'est décrit comme suivant, le Parlement a décidé des recettes sans compensation, qui ne sont pas financées. Nous avons pour l'instant des problèmes budgétaires. C'est vrai, c'est parce que le Parlement a décidé de dépenser de l'argent dans divers domaines et ces dépenses ne sont pas couvertes avec une certaine compensation. Nous n'avons pas un problème de recettes. Mais nous avons un principe constitutionnel qui est celui du frein à l'endettement et le Conseil fédéral et le Parlement sont obligés à s'y tenir, à respecter ce principe constitutionnel. Bon, c'est vrai que ça appartient un peu au profil professionnel du ministre de Finances, mais économiser, ce n'est ni une manie ni un caprice. Je rappelle encore une fois le frein à l'endettement qui est un principe constitutionnel
aussi le Conseil fédéral a une responsabilité globale pour le budget, pour les finances de la Confédération. C'est aussi un facteur de stabilité pour la Suisse. Et c'est un facteur aussi qui nous a... Et cette stabilité financière nous a aidé aussi ces dernières années lorsqu'il s'agissait de surmonter des crises. Par exemple, la pandémie où nous avons pu mettre à disposition des crédits pour les entreprises, d'une part, ou bien pour couvrir le travail à temps partiel. Donc c'était très important d'avoir des finances saines pour pouvoir aussi surmonter les crises. C'est donc pas une fin en soi, c'est un but qu'il faut toujours avoir devant soi lorsqu'on parle des finances fédérales. Also das Finanzdepartement ist natürlich das Querschnittsdepartement par excellence. Man sieht überall drin, man bringt auch Leistungen für die ganze Bundesverwaltung. Was sehr interessant ist, ist, dass man zusammen mit anderen Departementen auch Eignervertreter ist bei den bundesnahen Betrieben. Das heisst, man sieht natürlich näher in die SBB rein, beispielsweise. Und man lernt dabei auch immer wieder etwas Neues. Also es gibt keinen Tag, wo ich nicht wieder etwas entdecke oder wieder etwas Neues lerne. Ich habe das Gefühl, in diesem Departement hat man wirklich den grössten Überblick über das ganze Geschehen in allen Departementen und über die ganze Bundesverwaltung.